In meinem Job als technischer Produktdesigner gehört Konzentration zum Alltag. Gerade die Ideenfindung, sagen wir mal, wenn man sich da voll hineinversetzen muss. Lösungsansätze suchen. Also am meisten Spaß muss ich sagen, wenn man am Anfang eine kleine Skizze beginnt und dann sieht, wie Schritt für Schritt das aufgebaut wird, in 3D wächst, dann Veränderungen dazukommen und wenn man es dann im 3D abgeschlossen hat, das dann in die Fertigung geht und dann das erste Mal durch die Fertigung läuft und das Teil dann mal sieht. Und dann natürlich weiter, bis es dann verbaut wird und dann tatsächlich die funktionierende Maschine dann in Betrieb genommen wird. Natürlich alles, was in 3D dann so konstruiert wird, das funktioniert in der Realität nicht. Es gibt immer Kleinigkeiten, die kann man nicht im Voraus planen oder muss man im Nachhinein erst einstellen. Und bei solchen Sachen ist man dann auch unten an der Maschine und nimmt die Änderungen eben auf, pflegt die, dass wenn man später mal was Ähnliches wieder hat, dass man dann halt schon fertige Maschine, die funktionsfähig ist, auch in 3D eingepflegt wird.